Mein bester Freund und ich, wir werden heute einen wunderschönen Tag verleben. Ja. Hier. Spektakulär. Ziehe ein 300-Tonnen-Schiff. Mit den Ärmchen, Leute, wird Sebastian Meinberg heute ein 300-Tonnen-Schiff ziehen. Und weißt du, was die beste Nachricht ist? Da gibt's irgendeinen Trick? Es ist das Bayern 3 Partyschiff! Ja! Gut, aber inwieweit hilft mir das? Du hast jetzt 2 Stunden Zeit, um noch 2 Personen, männlich-weiblich, zu finden, die dir helfen. Und als kleiner Tipp, sie sollten stark sein. Die müssen sehr stark sein, weil, wenn ich das mal so ausrechne, über den Daumen, ja, dann müsste ja so 3 durch 3 quasi richtig, jeder und jede von uns 100 Tonnen ziehen. Ja, es ist das Bayern 3 Partyschiff. Ja, das ist eine Ehre, das ist ein Privileg. Ja, und da möchtest du heute gerne feiern und dann hast du gesagt, jetzt machen wir schnell mal eine Challenge davor. 2 Stunden ab jetzt. Muss ich jetzt da hinfahren, irgendwo zum Strongman-Wettbewerb? So, wo findet man starke Menschen? Also das Erste, was mir einfällt, ist halt ein Gym. Alana, wir möchten in die Emil-Kemmer-Straße 13. Hi, kleiner spontaner Überfall. Das ist jetzt komisch, was ich von dir oder euch will. Ich bin einfach random in das erste Gym, was hier in der Nähe vom Hafen ist, gefahren. Einfach so. Ja, und dann komme ich da rein und dann passiert das. Du bist schon mal eingeladen. Lass es dir doch kurz durch den Kopf gehen. Ich find's echt geil, wenn du mitmachst. Ich will's schon machen, ja. Cool. Wäre das vielleicht witzig. Ja. Ich komme mir richtig blöd vor, weil ich jetzt hier wirklich mich umschaue und ich guck nur, okay, wo sitzen so richtig durchtrainierte Mädels? Das ist wirklich, das ist doch mir so unter. Ich falle jetzt gleich mal mit der Tür ins Haus. Ich brauche jetzt noch eine sehr starke Frau. Wenn wir zu dritt sind, dann müsste halt jeder ziemlich genau 100 Tonnen. Perfekt. Ja. Bin übrigens der Meinung. Patricia, hi. Leute, ich kann es selbst nicht glauben, wie schnell das jetzt ging. Und ich schwöre euch, da ist nichts vorbereitet, gar nicht. Ich wusste das nicht. Das ist einfach der absolute Glücksgriff. Marki, ich bin in 10 Minuten da. Mach das Schiff ready und dann stell die Drinks kalt. Meini, warst du in der Zahnstocherfabrik oder wo hast du die 6 Ärmchen gefunden? Also Moment mal. Wenn Zahnstocher, dann haben wir hier nur 2 im Moment. Meini, was ist das? Dein Shirt, was du noch tragen musst. Ach, das ist jetzt immer, jetzt kommt wahrscheinlich ein wahnsinnig guter Gag. Building ist gut, aber Bizeps ist guter. Gag! Ach, Bildung. Lesen. Ja, ja, es ist zu viel gepumpt. 300 Tonnen wiegt der insgesamt 46 Meter lange Partydampfer. Und den müssen die 3 über 50 Meter weit am Hafen entlang ziehen bis ins Ziel. Nur 20 Minuten bekommen sie dafür Zeit. So, da steht der Kahn. Fuck. Ach du Scheiße. Die sind doch sportlich. 2 von 3 zumindest. Ihr habt das nicht vorher getestet, gell? Ob das möglich ist. Hat das jemand getestet? Nee. Nee. Okay. Nee. Ja. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich habe so ein bisschen Schiss vor dem ersten Moment, wo wir anziehen und dann vielleicht merken, da bewegt sich nichts. Okay, Meini, hol schon mal das Lasso. Darf ich? Ja. Bring das hier rüber, ist gut. Das alleine schon so schwer. Wenn es allein schon so schwer ist, überhaupt dieses Tau aus dem Wasser zu kriegen und stramm zu ziehen, dann weiß ich jetzt gerade nicht, ob wir das Boot einen Zentimeter bewegen. Fürs Ziehen ziehst du dann schon noch das T-Shirt aus, oder?
Denk an die Klicks, ja klar, denk an die Klicks. Okay. Denk an die Klicks, Bruder. Gut, Winkel passt. Kapitän Stefan, du bist all set, okay. 20 Minuten Zeit, einen 300-Tonnen-Kahn zu ziehen. Ab jetzt! Ach du Scheiße, Leute, Leute, Gott, reißt euch nicht die Ärmchen aus! Zieht, zieht, zieht! Bewegt sich, bewegt sich! Wir ziehen gerade wirklich alle drei mit aller Kraft und die beiden sind Sportler, die nehmen das richtig ernst. Also es ist wirklich Full Power und ich sehe nicht, dass sich dieses Schiff bewegt. Alter, schaut euch diese Muskeln an, Leute! Das ist das, schaffst du nie! Sex! Es lädt ab! Es bewegt sich halt nicht! Scheiße! Es bewegt sich! Wie geht's den Ärmchen? Schlecht. Wie geht's den Ärmchen? Super. Sebastian Meinbeck, hilfst du eigentlich auch oder was machst du? Hey, und schaut mal, wie schnell es jetzt ist, Leute. Moritz, film mal diese Muskeln hier. Das kann ein menschlicher Körper schaffen. Sebastian Meinberg hat meine Gesichtsfarbe jetzt. Unglaublich. Alle ziehen, alle ziehen. Alles ist vorbei. Siehst du, jetzt sind wir ein... Ja, Pause machen. Geht das? Nein. Es brennt alles. Es brennt alles. Komm. Wir fühlen nichts. Alter, wir schaffen das. Scheiße. Ey. Alter, wir schaffen das. Auf geht's. Alle ziehen, alle ziehen. Vorbei, ziehst du mit, sind wir ein Team. Weit weg sind sie deshalb einen Krieg. Aber wir fühlen nichts außer diese Euphorie. Leute, ich glaube, Sebastian Meinberg macht überhaupt nichts. Es sind nur die zwei da hinten, die da gerade dieses Boot ziehen. Ja. Ich kann es nicht glauben, diese drei Lappen bewegen tatsächlich dieses Schiff so. Ich muss mir was einfallen lassen. Also, Sie haben noch 17 Minuten, Stefan, Captain. Du weißt, was das bedeutet. Wir hauen kurz den Rückwärtsgang rein. Ganz kurz den Rückwärtsgang. Dreh einmal den Motor auf. Dreh einmal den Motor auf. Alter, jetzt geht die Maschine an. Nein, nicht auf. Jetzt geht die Maschine an. Nein. Der Mann hat kurz zurück. Okay, Stefan, reicht. Die zieht's gleich ins Wasser rein. Sebastian Meinberg! Dieses Schiff hat 600 PS, ja? Das ist noch ein bisschen mehr als meine beiden Maschinen da im Team. Also wenn der jetzt den Rückwärtsgang einlegt, dann haben wir keine Chance mehr. Stopp! Oh, ärgerlich. Stopp! Ärgerlich! Oh Gott, Emotionen jetzt hier. Emotionen! Hey, das hier sind richtige Sportler. Und das ist so unfair. Ja. Mit mir kann ich... Geht wieder zurück! Ja. Mit mir kann ich jetzt machen. Das ist richtig gemein. Wir hatten schon fast geschafft, Leute. Das ist ja unfair. Ich kann echt nicht mehr. Ich auch nicht. Leute, echt, das Allerschwerste ist, dieses Schiff überhaupt in Gang zu kriegen. Und jetzt müssen wir es noch mal machen. Und ich bin eigentlich schon total platt. Lass mich in Ruhe. Leid. Lass mich einfach in Ruhe. Schmerzen und pure Willensstärke. Das ist Sebastian Meinberg. Dafür lebt dieser Mann. Er kommt langsam, meint der Kapitän. Wie sie alles reinhängen. Viel trinken. Man merkt schon ein bisschen an den Gesprächen, langsam geht ihnen die Kraft auf, weil es wird ruhiger bei den drei. Meine Unterarme platzen. Jetzt. Danke euch, ich kann sagen, ohne euch hätte ich es nicht geschafft.
Ihr könnt jetzt sagen, dass ihr ein 300-Tonnen-Schiff gezogen habt. Wie fühlt sich das an? Geil. Geil. Richtig. Damit kannst du flexen im Gym. Das schaffst du nie. Oder vielleicht doch. Wenn ihr es sehen wollt, bitte abonnieren. Dann gibt's jede Woche eine neue Challenge. Hier übrigens die allererste mit unserer neuen Host Julia. Und hier habe ich mich unter Wasser versteckt, beziehungsweise ich musste unter Wasser was suchen. Naja, seht ihr, wenn ihr draufklickt. Drinks? Drinks. Alles klar.